Recht voll ist der Parkplatz bei Felbermayr nie. Denn die Schwertransporte des Unternehmens sind quer durch Europa unterwegs. Transportieren Windräder und Teile von Türmen. Der Welser Konzern hat sich auf schwere Last spezialisiert. In der Transport- und Hebetechnik haben wir das Alleinstellungsmerkmal Philosophie der drei Verkehrswege, wo wir alle drei Verkehrswege aus eigener Kraft anbieten können. Also wir haben Fahrzeuge auf der Straße, auf der Schiene und eigene Schiffe und können diese drei Verkehrswege auch in eigenen Schwerlasthäfen kombinieren. Es ist ein ausgeklügeltes Transportsystem. Felbermayr hat 68 Standorte in 18 Ländern, unter anderem auch Häfen und Frachtbahnhöfe. Von hier aus geht die schwere Last zum Kunden. Meine Aufgabe ist es, über große und überschwere Ladungen von A nach B zu bringen. Mir obliegt generell die Verantwortung der Transportplanung und allem Zusätzlichen, was noch anfällt, wie zum Beispiel Genehmigungen für die diversen Länder beantragen. Am Zielort angekommen lassen dann die riesigen Raupenkräne des Unternehmens ihre Muskeln spielen. Sie heben die schwere Last an die richtige Stelle und können bis zu 1000 Tonnen tragen. Zwei Drittel seines Geschäfts macht Felbermayr mit Aufträgen für Transport- und Hebetechnik. Ein Drittel mit Bauprojekten. Und immer wieder mit Großaufträgen, wie etwa zuletzt bei der Voestalpine. Aktuell haben wir zum Beispiel gehabt die Hochofenabstellung in Linz, wo eben die Voest einen der wichtigsten Hochöfen abgestellt hat zu einer Sanierung. Somit war das auch ganz wichtig, dass man dort Termine hält und dass dort eigentlich alles funktioniert. Wir haben jetzt aktuell zwei große Kraftwerksprojekte beim Abwickeln. Eines in Traunleiten bei Wels. Das andere in Lackirchen. Die Baubranche boomt und Felbermayr profitiert davon. Das Unternehmen hat im Vorjahr einen Umsatz von 520 Millionen Euro erwirtschaftet. Unter anderem eben mit Bauprojekten in Österreich und Deutschland. Auch hier muss geplant werden, denn der Platz auf der Baustelle ist knapp. Das ist also eine Frage von der Baustelleneinrichtung, also das gehört vorweg schon geplant, dass man sich da nicht in die Quere kommt mit anderen Firmen auch und dass man überall einen Platz hat. Man zeichnet da einen Baustelleneinrichtungsplan, wo der Kran hinkommt, wo die Materialien hinkommen, wo der Abfall hinkommt und so weiter. 2700 Mitarbeiter arbeiten derzeit bei Felbermayr. Tendenz steigend. Der Betrieb sucht derzeit nach Mitarbeitern in allen Abteilungen. Sehr wichtig ist einfach die Freude am Arbeiten, die Identifikation mit dem Unternehmen. Und was für uns einfach wichtig ist, ist eine gewisse Nachhaltigkeit, dass wir die Mitarbeiter ausbilden und dass sie einfach zum Ziel haben, sehr lange bei uns zu bleiben. Es ist sehr vielseitig und ich finde, also mir gefällt es vor allem, obwohl es ein so großes Unternehmen ist, ist es trotzdem ein Familienbetrieb geblieben. Die Felbermayr sind heute eine der bekanntesten Familien Österreichs. Auch weil man sie immer wieder auf der Straße trifft.